So, hier ist noch ein kleiner Witz, ein langer Witz. Da ist ein Autofahrer, wird drüber gezogen zur Seite bei der Polizei für schnelles Autofahren, hat er viel zu schnell gefahren. Der Polizeimann geht auf das Auto zu und sagt, kann ich bitte Ihren Führerschein haben? Da sagt der Mann, ja, das würde ich schon gern tun, aber kann ich nicht machen. Ja, warum denn nicht? Ja, den habe ich verloren für zu viel Trinken am Steuer. Oh, der Polizist ist schon schockiert. Sagt er, geben Sie mir bitte Ihre Registrationspapiere vom Auto. Sagt, das kann ich auch nicht machen. Sagt er, warum? Weil ich das Auto gestohlen habe. Gestohlen? Ja, was? Wo haben Sie denn das gestohlen? Ja, ich habe einfach die Frau, die es gefahren hat, umgebracht, hinten in den Kofferraum rein und habe ich das Auto genommen. Der Polizist ist total schockiert. Er geht sofort zu seinem Polizeiauto, ruft dort Hilfe an und da kommen 5, 6 andere Leute hin und der Vorgesetzte vom Polizisten, der Herr Kommissar, ist auch dort und der Herr Kommissar sagt, ja, machen Sie bitte mal auf diesen Kofferraum, wo die Leiche drin ist. Sagt, das ist keine Leiche, aber aufmachen könnte ich schon. Dann machen den Kofferraum auf und da ist keine Leiche drin. Ja, sagt er, ist das Ihr Auto? Sagt der Mann, ja. Sagt, haben Sie die Papiere fürs Auto? Und der Mann langt in seine Tasche und gibt ihm, dem Kommissar, die Papiere fürs Auto. Der Kommissar schaut ihn an, sagt, ja, und jetzt Ihren Führerschein, zeigen Sie mir Ihren Führerschein. Sagt, natürlich. Und er gibt ihm seinen Führerschein. Und jetzt sagt der Kommissar, sagt, ja, weil einer unserer meiner Polizisten hat mir gesagt, dass Sie, Ihren Führerschein verloren haben für betrunkenes Autofahren und dass Sie keine Registrierungspapiere haben, weil Sie das Auto gestohlen haben und die Besitzerin umgebracht und in den Kofferraum reingetan. Das hat er mir alles erzählt. Ist das nicht wahr? Er sagte, ja, ich könnte doch schwören, dieser lügende Schweinehund hat Ihnen wahrscheinlich auch noch erzählt, dass ich schnell gefahren bin, ne?